Moin Leute, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Heute in diesem Vlog geht es in die Bike-Welt Schöneck, und zwar mit Etienne Schneck und Daunel Erdnuss. Die werden wir später noch treffen. Und zwar haben wir es jetzt circa, nee, nicht circa, sondern genau 6:29 Uhr. Etwas zeitig, aber wir müssen auch etwas zeitig losfahren, damit wir auch was vom Tag haben. Und da würde ich sagen, nicht lange labern. Es geht los. Liebe Zuschauer wieder am Schlüssel. Hallo. Moin. Morgen. Hallo. So, jetzt im Bus. Es geht los. Es geht los. Schöneck. Sieht cool aus, aber. Das ist doch lässiger steil. Na dann, jetzt haben wir noch 2 Stunden zu fahren. Und wir sehen uns dann, glaube ich, dort. Das sieht aus. Ja. Angekommen in Schöneck. Jetzt warten wir erstmal die Bikes aus und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf dem Bike sind oder irgendwo anders. Also, jetzt sind wir hier schon am Start, schön bezahlt, es ging alles ganz fix. Und wir haben nämlich gar nicht erwartet, dass jetzt hier schon die Strecke ist, weil wir dachten, wo man parkt, da muss man dann noch mit dem Lift hochfahren. Ich dachte wirklich, wir müssen, also wir sind schon unten, aber wir sind ja schon oben. Ja. Na da dann. Ist praktisch. Von einem kleinen Teil rein. Na dann. In die Front oder in die Back? Du kannst vorfahren. Halten! Oh, I! Oh, lecker! Oh, nee! Oh, mein Bein ist nass, Alter! Ja, hier weiter! Oh, geil, Alter! Oh, nee. Oh. Alter, der funkt ja richtig. Alter, mein rechtes Bein ist einfach nass. Und meins, oh. Und zwar sind wir jetzt angekommen im Lift, endlich nach der ersten Abfahrt. Ein bisschen Probleme mit dem Einhängen, aber sonst alles gut. Schön entspannt den Lift hoch. Gemütlich mit Mädchen Schneck hier. Wir haben es erstmal überhaupt nie gerafft. Aber sonst cool, hier sieht man schon ein paar Lines da. Wir fahren jetzt bestimmt gleich die Jumpline. Junge, was ist denn da? Und dann fahren wir. Guck dir die Wellen an. Waschbrett, geil. No. Das ist ein Waschbrett. Naja, ist doch so. Dann nur mit dem Hinterrad. Guck mal, hier ist der Zaun. Und jetzt fahren wir hoch und wir sehen uns oben und fahren da bestimmt Jummerlein. So, jetzt geht's ab auf die Downhill-Line. Und zwar wird jetzt Downhill-Line gefahren zum ersten Mal hier. Wie bitte? Ja, okay. Okay, Downhill-Line. Let's go. Du kannst die Jumpline-Sprünge fahren dann! Ich bin gegen Baum gefahren. Ach so? Ja. Das war jetzt ein bisschen gut, spannend. Das ist, glaube ich, die Downhill.
bleiben, oben bleiben! Das habe ich nie gesehen. Oh nee, ich wollte voll. Ich habe beschleunigt und plötzlich kam diese Stämme, Alter. Junge, ich war so. Alter! Jo, wir sind jetzt hier nochmal im Lift. Wir sind gerade downhill gefahren, wie ihr sicherlich gesehen habt. Bei mir wieder verkackt. Wir mussten uns erstmal die Strecke angucken, aber es hat Spaß gemacht. Und ich denke, wir fahren die jetzt auf jeden Fall nochmal. Die Strecken sind wirklich schön nass. Ja, das geht sehr eigentlich. Nass. Aber es ist ja. Okay. Also das sind gerade mal drei Abfahrten gewesen. Ja. Die Bikes sehen schon aus, die sonst was. Kannst du mal drauf filmen. Hier, alles sammelt sich schon an. Zum Glück habe ich das Ding noch dran gemacht, sonst hätte ich übelst ins Gesicht bekommen. Naja, wir sehen uns dann wieder oben und ich glaube, Zucker, der Erdnuss ist da. Da, der Erdnuss. Servus. Und der andere Anton, der Hetzer. Und zwar sind wir jetzt hier schon am Übungsparcours, ein bisschen am Fahren. Und jetzt fahre ich hier nochmal dort rein. Und dann machen wir was anderes, logischerweise. Sind wir jetzt hier wieder on track und zwar wird jetzt nochmal Jumpline gefahren in Downhill. Mal gucken, wie es jetzt los, wie es jetzt abgeht. Alter Junge! Junge, Alter, das war knapp! Junge! Oh. Da geht doch die Jumpline weiter! Ja, aber wir wollen ja in die Downhill! Lass mal die Jumpline zu Ende machen, Alter! Ihr könnt ja fahren! Oder fahren wir auch nochmal mit? Ja, komm! Alter, was habe ich denn hier? Dreck! Alter. Holy shit! Holy shit! Schmeckt nach Dreck!
Schmeckt nach richtig Erde. Lol. Also, es fährt sich geil. Jo. Aber die Sprünge. Man muss sich dran gewöhnen, wie sonst was. Das sind halt Dirtkicker. Jo. Ja. Let's go, Anton, dann hältst du dich ja schon unten. Ich hab im Internet schon gelesen, dass die so haben, so richtig so ein bisschen, hätten die nur so Snacks. Was zu essen? Fahren wir wieder Plätze. Gibt jetzt hier erstmal ein bisschen Runde, den letzten Zielsprung der Downline fahren. Und jo, jetzt würde ich sagen, erstmal Sendung. Send it. Jo Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Gucken erstmal nach dem anderen Hetzer, der hat sich ja, wie gesagt, schon unglücklich verletzt. Ja, unglücklich verletzt. Und dann wird noch ein bisschen gesendet. So, was ist ich da und will Jumpline. Aber heute ist echt ein geiler Tag. Schönig, kann ich nur jedem empfehlen. Aber Zeit mitbringen, zeitig herfahren, die Zeit nutzen. Wie gesagt, sehen wir uns wieder, wenn gefahren wird. Ein bisschen Übungsparcours wieder gefahren. Und zwar geht's jetzt wieder auf die Jumpline. Let's go. Ja. Oh. Warte. Oh nee. Oh nee, was ist das? Fail. Okay. Send. Jetzt. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir werden jetzt noch ein bisschen im Übungsparcours fahren. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Denn Daniel Erdnuss und Anton Hetzer werden ein bisschen eher fahren als wir. Dann fahren wir vielleicht noch mal ein Jumpline runter oder so, ne? Hier da drüben. Ne. Und dann geht's auch wieder ab nach Hause. Und bis dahin, viel Spaß noch. Schreiben beim Fahren, wartet bis zum Lüft, bleibt dran.
Jo Leute, jetzt sind wir mal wieder im Auto. Tag ist vorbei. Es war ein sehr schöner Tag. Voll spannend. Mit dem hier. Ja, es war witzig. Das lustigste am Tag war am Lift. Ja, ja, also das ganze Zeug, was ihr da vom Lift gesehen habt, es war so schön. Ja. Und folgt auf jeden Fall uns beiden auf Instagram. Hier mal eingeblendet, den Schneck, der Downhill-Radler. Und sehr aktiv sind wir dort. Auf YouTube aber auch. Auf YouTube. Ja. Etienne Schneck, genau derselbe Name. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis dann. Und tschüss. Haut rein. Ciao.